zukunftsfähige Infrastruktur. Was sich dahinter verbirgt, ist komplex, hochtechnologisiert und kostspielig. Welche Wege führen die Region Westmecklenburg in ein sicheres Zukunftsfahrwasser? Auf Einladung der IHK zu Schwerin trafen sich Experten im Wismarer Hafen, um über die Standortvorteile und deren Entwicklung im digitalen Zeitalter zu diskutieren. Wir sind heute hier im Hafen. Das ist, ich sag mal, mit einem Gleisfeld, was elektrifiziert ist. Das heißt, wir können elektrifiziert in den Hafen hineinfahren. Wir haben eine super Lkw-Struktur mit der A14 und mit der A20 und sie ist vor allen Dingen noch aufnahmefähig. Also für uns, Firma Egger, ist das eine sehr, sehr gute Voraussetzung, die wir damals gefunden haben, als wir uns angesiedelt haben. Autobahnen, die waren damals noch nicht ganz so weit, inzwischen ja weitestgehend fertig, bis auf ein paar Lücken weiter im Süden. Aber auch die Infrastruktur gleichzeitig ist für uns sehr, sehr wichtig gewesen und vor allen Dingen die Nähe zum Seehafen. An großen Projekten und Visionen fehlt es uns hierzulande allerdings nicht. Ein konkretes Vorhaben ist die Fehmarn-Weltquerung, ein Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark. Noch 2007 wurde die 5,5 Milliarden Euro teure Unterwasserverkehrsachse geplant. Der konkrete Baufortschritt hält sich noch in Grenzen. Die Wirtschaft aus Westmecklenburg freut sich sehr, dass das Wirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein mitgeteilt hat, dass noch in diesem Jahr, also in den nächsten Tagen, der Planfeststellungsbeschluss für den Fehmarn-Belt-Tunnel nun endgültig verabschiedet wird. Und wir gehen davon aus, dass Rechtskraft in den nächsten 2 Jahren dann bestehen wird, wenn die Klagverfahren, die anstehen, sicherlich anstehen, dann noch abgeschlossen werden. Moderne Logistik oder besser Logistik 2.0 ist längst nicht mehr der Transfer von Gütern. Der Transfer von Daten rückt immer mehr in den Vordergrund. Mit dem Mammutprojekt Breitband und Glasfaser will die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern dem wachsenden Bedarf schnellstmöglich nachkommen. 200 Millionen Euro allein für den Landkreis Ludwigslust-Parchim stellt der Bund zur Verfügung. Viel Geld steht zur Verfügung durch die Bundesregierung. Aber wenn wir schauen, dass das Jahr 2018 rum ist und wir feststellen, dass wir in Westmecklenburg noch viel Arbeit vor der Brust haben in dem Ausbau, in der Erschließung für den Breitbandausbau, dann müssen wir uns als Industrie- und Handelskammer ganz klar so positionieren, dass wir in 2019 und 2020 unbedingt diesen Ausbau brauchen, um diese digitalen Transformationsprozesse, von denen man spricht, in den Unternehmen auch wirklich qualitativ voranzubringen. Uns beschäftigt aber auch das Thema Mobilfunk. Da steht jetzt die Versteigerung der 5G-Frequenzen an und auch da wünschen wir uns natürlich flächendeckend schnellen Mobilfunk und weniger Funklöcher. Da ist der Bund aufgefordert, jetzt bei der Versteigerung der Frequenzen dafür zu sorgen, dass wir da auch hinkommen. Die Region des heutigen Mecklenburg-Vorpommern war schon im Mittelalter eine wichtige logistische Drehscheibe im baltischen Raum. Doch mit den alten Koggen kommt man heutzutage nicht mehr voran. Die moderne Logistik schwört auf Digitalisierung. Die Wissenschaftler hierzulande schmieden an Zukunftsvisionen und nehmen auch gerne die heutige Lage unter die Lupe. Also das Straßengüterverkehrsgewerbe wird sich sicherlich mit der Frage des autonomen Fahrens intensiv auseinandersetzen müssen. Das ist nicht nur der Technik geschuldet, die es einerseits möglich macht, zum anderen ist der Druck der Unternehmen ja auch da, im Hinblick eben auf das nicht vorhandene Fahrpersonal zu sagen, welche Alternativen haben wir denn, um Transporte durchführen zu können. Und wenn der Lkw autonom fahren kann, brauche ich das Fahrpersonal an der Stelle nicht. Da steht nicht unbedingt wirklich im Vordergrund, ich spare die Kosten für diesen Arbeitsplatz, sondern es ist die dringende Notwendigkeit, dass die Nachfrage nach den Transporten da ist und er will sie irgendwie bewerkstelligen. Wir haben die nächste Herausforderung schon wieder vor der Tür, nämlich die Anpassung der Fahrrinne. Hier hat der Bund uns eine besondere Aufgabe gestellt. Wir müssen ein separates Planfeststellungsverfahren laufen lassen für die inneren Hafengewässer, sprich für die Stadt, für die Werft und für den Seehafen. Das haben wir angestoßen und wir gehen ganz fest davon aus, dass wir Ende 2022 mit allem durch sind, dann hoffentlich auch die Bagger sehen. Das Gewerbegebiet Wallun-Galin in Westmecklenburg profitiert von seiner geografischen Lage. Mit der Fehmarn-Belt-Querung würden sich neue Infrastrukturlösungen ergeben, für die Metropole Hamburg in Zukunft eine Entlastung. Seit 10 Jahren wird über den Unterwassertunnel zwischen Deutschland und Dänemark heftig diskutiert. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim schaut man mittlerweile ungeduldig in Richtung Berlin und Kopenhagen.
Also schon in meiner vorigen Funktion als Bürgermeister einer Stadt an der A14 war ich großer, überzeugter Freund der Fehmarn-Weltquerung und ich glaube, sie muss unbedingt kommen, sie ist wichtig. Ich glaube, der Bürger vielleicht an der einen oder anderen Stelle kann noch gar nicht erwarten, was sie eigentlich für Potenzial für uns hat, aber sie ist ein absoluter Lückenschluss und wichtig, gerade für unseren Landkreis. Und wir sollten alles daran tun, es schnell hinzubekommen. Und ich kann die Bundesregierung nur bitten, jetzt ein paar Kohlen aufzulegen in den einzelnen Verfahren, dass wir gut hinkommen. Weitergehende Ideen gibt es natürlich eine ganze Menge. Uns ist die Integration gerade in was Transporte und Logistik nach Nordeuropa betrifft sehr wichtig. Dazu gehören Ideen wie zum Beispiel eine bessere Anbindung an die Containerverkehre in Hamburg im Vor- und Nachlauf. Die Idee einer Nordspange um Hamburg ist auch etwas, was langfristig sehr begrüßenswert wäre. Ein anderer Punkt, der uns sehr wichtig wäre, wäre auch eine Autobahnanbindung, Autobahnabfahrt in Richtung Osten, hier an der Autobahnabfahrt Galin. Generell, und das Thema geht leider immer ein bisschen unter, wäre es auch sehr begrüßenswert, an den Autobahnrastplätzen bessere Möglichkeiten für die Fernfahrer zu schaffen. Und nicht zuletzt ist natürlich auch das Thema Fehmarn-Belt eine Idee, die diskutiert wird. Der Baustart für die feste Fehmarn-Belt-Querung wurde ursprünglich schon 2015 geplant. Wegen notwendiger Planungsänderungen musste der Termin dann auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Dänen sind längst startklar. Jetzt wartet Skandinavien auf Deutschland.